Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von panzer-universum.de, heute mit den Breaking News. Am 17.06.2024, dem ersten offiziellen Eröffnungstag der Eurosatory, ließen einige Firmen die Hüllen fallen und präsentierten ihre Produkte den Besuchern aus aller Welt. Eine Reihe von Präsentationen und Vorträgen wurden über den gesamten Tag auf dem Messegelände abgehalten. An einer dieser Präsentationen zur offiziellen Veröffentlichung des neuen Leopard ARC 3.0 waren wir spontan offiziell von KNDS eingeladen worden. Die Präsentation erfolgte um 11 Uhr Ortszeit. Während der Demonstrator noch unter dem Stoff seiner Abdeckung verborgen war, wurde anhand von Grafiken auf einer Leinwand der Entwicklungsschritt zum Leopard ARC 3.0 erörtert. Viele der von uns gemachten Vermutungen im letzten Video bestätigten sich und weitere Informationen wurden veröffentlicht. So wurde vor der eigentlichen Enthüllung Trailermaterial abgespielt, das bereits einige Wochen vor der Eurosatory während einer Feuerdemonstration in Deutschland aufgenommen wurde. Somit ist klar, dass dieser Leopard-Demonstrator mehr als nur ein Messefahrzeug ist, auch wenn gleich die Serienreife noch einiges an Zeit bedarf. Und dann kam der Moment der Enthüllung. Because this is exactly that vehicle what has been shown on the video. But might be the first thing is you want to take the opportunity to put your fingers on, to get a flavor from the vehicle, but it is a real vehicle. As you see, we have equipped it with further protection technologies, but the vehicle is yours. Der Einladung von KNDS, den Panzer genauer zu untersuchen, bin ich gleich nachgegangen und habe den Demonstrator im Detail begutachtet. Dabei sind mir nochmals einige interessante Details aufgefallen, die auf den Bildern der Broschüre eher kaum zu sehen sind. Für zusätzliche Informationen sorgte ein Gespräch mit freundlichen und hilfsbereiten Mitarbeitern von KNDS Deutschland. Da die Informationen den Rahmen sprengen würden, könnt ihr euch über das ausführliche Informationsvideo freuen, sobald die Rückkehr aus Frankreich erfolgte. Der Panzer bietet mehr Feinheiten als bisher bekannt und könnte ein entscheidender Schritt zum Leopard 2AX oder eben Leopard 3 darstellen, bevor das MGCS den Leopard ablösen soll. Wie auf den vorherigen Bildern zu sehen war, konnte nun auch der Leclerc Evolution genauer betrachtet werden. Hier konnte man direkt sagen, der Panzer hat den Namen verdient, denn er ist eine konsequente Weiterentwicklung des Fahrzeuges und der damit verbundenen Fähigkeiten. Neben der Übernahme des EMBT-Versuchsturms von 2022 wurden auch einige Änderungen an der Wanne vorgenommen. So findet nun ein zweites Besatzungsmitglied für das Bedienen der Zusatzinstrumente in der Wanne Platz. Somit wächst die Besatzung auf 4 Besatzungsmitglieder an. Die erweiterte Panzerung an der Front durch zusätzliche Stahlplatten sowie große Reaktivpanzerungselemente an der Wannenseite sollen den passiven und aktiven Schutz erhöhen. Zum Heck hin werden große Ausrüstungsstaufächer verwendet, um genügend Platz für die Ausrüstung zu bieten. Bei dem ausgestellten Panzer wurde eine MTU Powerpack Antriebslösung gewählt, die auch bereits bei den in die Vereinigten Arabischen Emirate gelieferten Leclerc Panzer verwendet wurde. Der Turm des EMBT wurde gegenüber der ersten Version von 2022 nochmal angepasst und mit neuen Möglichkeiten ausgestattet. So wurde erstmalig die Ascalon 120 verbaut, die nun neu auf dem Markt ist. Das Geschütz kann sogenannte Shard-Teleskop-Munition verwenden, die deutlich kompakter und leichter ist. Im heckseitigen Autolader können 22 Geschosse mitgeführt werden. In der Wanne soll aus Sicherheitsgründen keine Munition mehr gelagert werden. Darüber hinaus wurde die Integration eines Werfers für bis zu 3 Loitering-Drohnen ermöglicht, die über das zusätzliche Besatzungsmitglied gesteuert werden können. Für den zusätzlichen aktiven Schutz bietet der Turm weiterhin das APS von Trophy. Zum Abschluss des Tages gab es noch einen kleinen Abstecher nach Südkorea, genauer gesagt zu Hyundai Rotem. Neben einigen Modellen in kleinerem Maßstab wurde die neueste Version des K2 Black Panther zur Schau gestellt, der kampfwertgesteigerte K2 EX. Dieser unterscheidet sich primär von seinen Vorgängern durch die fernbedienbare Waffenstation auf dem Turm sowie der Integration des APS Trophy. Auch hier wird wieder sehr klar, dass bei neueren Fahrzeugen auf ein APS nicht mehr verzichtet werden kann. Auch wenn Drohnen aktuell die Schlagzeilen ausmachen, so darf man nicht vergessen, dass Panzerabwehrwaffen eine ebenso große Bedrohung für jedes gepanzerte Fahrzeug darstellen. Das war es wieder mit den Breaking News von panzer-universum.de.